Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer. Es ist ja kaum zu glauben, dieselbe CDU, die gestern einen sinnvollen Antrag zur Kraft-Wärme-Kopplung mit eingebracht hatte, prügelt dann einen Tag später auf das tote Pferd Braunkohle ein. Braunkohle ist der umweltschädlichste und am wenigsten effektive aller fossilen Energieträger. Und das, die Umweltschäden, die der verursacht, die werden auch nicht besser, wenn man sie, statt sie nur zu verbrennen, zum Teil dann auch anderer stofflichen Verwertung zuführt. Vor 1950 wurden im Rheinischen Revier ca. 1 Milliarde Tonnen und nach 1950 ca. 6 Milliarden Tonnen gefördert. An Abraum fielen dabei vor 1950 ca. 590 Millionen Kubikmeter an und nach 1950 ca. 18,5 Milliarden. Dabei hat die Braunkohle im Jahr 2013 die Hälfte der Kohlendioxidemissionen der NRW-Energiewirtschaft verursacht und der Trend steigt. Gefördert durch das Abladen externer Kosten und Schäden auf die Allgemeinheit, Milliarden Euro jährlich durch Umwelt- und Gesundheitsschäden und obendrein begünstigt durch unterschiedliche Besteuerungen anderer Energieträger. Die RWE-Kraftwerke gehören zu Europas Top 20 Industrieanlagen. Da kann man ja stolz sein. Nee, es sind die Industrieanlagen, die den größten Schaden in Europa anrichten. Huch, das betrifft Stickoxide, Schwefeldioxid, Ammoniak, organische Verbindungen, Feinstaub, Schwermetalle, Quecksilber, Kohlendioxid. Dafür werden dann etwa 5,5 Millionen Tonnen Kraftwerksreststoffe Abraum pro Jahr auf den RWE-Deponien abgelagert. Die enthalten Schwermetalle, Quecksilber und Radionuklide in aufkonzentrierter Form. Das Verhältnis von Abraum zu Kohle wird dabei immer ungünstiger, vom rund Vierfachen der geförderten Kohlemenge 1989 jetzt auf das rund Viereinhalbfache. Da wird deutlich, wie viel Masse bewegt werden muss, um an die Kohle zu gelangen und wie massiv dementsprechend der Eingriff in die Natur ist. Damit nicht genug, es mussten Dörfer umgesiedelt werden. Bis Ende 2010 wurden im Rheinland über 30.000 Hektar Land vom Braunkohlentagebau in Anspruch genommen. Mehr als 30.000 Menschen haben die Heimat verlassen müssen und bis Mitte des 21. Jahrhunderts werden es 45.000 Heimatvertriebene sein. Und das sind nicht die Heimatvertriebenen, denen man sonst eine Nähe zur CDU nachsagt, denn Frau Steinbach kommt aus einem anderen Stall. Dann gibt es noch 10.000 Menschen, die in der Förderung beschäftigt sind. Dagegen stehen fast 100.000 Arbeitsplätze, die im letzten Jahr bei den erneuerbaren Energien verloren gegangen sind, dank der Sabotage der Energiewende aus Berlin. 100 Ortschaften und Weiler werden zerstört bisher und es werden mindestens 130 sein bis 2045. Der Staat übernimmt dann regelmäßig einen Teil der Infrastrukturkosten, die im Zuge dieser Umsiedlung entstehen, Verlegung von Straßen und Schienenstrecken. Der einstmals 4.500 Hektar große, einzigartige Hambacher Forst wird fast komplett zerstört. Der Klimawandel führt dazu, dass zwischen 35% der in Deutschland vorhandenen Arten vom Aussterben betroffen, bedroht sind. Und dem Klimawandel folgen dann erhebliche Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften, Rückgang an der Biodiversität. Und was der Braunkohletagebau da an ökologischer Vielfalt übrig lässt, wird also mit einiger Sicherheit durch den Klimawandel weiter degradiert. Wo Braunkohle abgebaut wird, wird Natur weiträumig zerstört. Und der verlorene hochwertige Boden lässt sich nicht wieder ersetzen. Und das Wasserproblem. Die grundwasserabhängigen Feuchtgebiete im Nordraum, dort sind durch die Grundwasserabsenkung irreversibel geschädigt. Da wird die Versickerung von bis zu 80 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr geplant, um die international geschützten Feuchtgebiete dann am Tropf zu halten, gespeist von Sumpfungswässern, abhängig von technischen Ausgleichsmaßnahmen und das für Jahrhunderte. 1500 Brunnen braucht es, um den Abbaubereich Garzweiler bis in die Tiefe von 230 Metern trocken zu legen, in Hambach sogar bis 500 Meter tief. Da wurden bisher 1,4 Milliarden Kubikmeter Wasser gesumpft im Jahr, jetzt sind es noch 500 Millionen Kubikmeter. Die Abraumkippen werden die bisher verschmutzungsunempfindlichen Grundwasser verseuchen. Und wie viel Strom verbrauchen eigentlich diese Pumpen der 1500 Brunnen? Auf den rekultivierten Kunstböden ist nur eine eingeschränkte landwirtschaftliche Nutzung möglich. Ökolandbau ist ausgeschlossen. Der Restsee, der da geplant ist, 180 Meter tief, 2300 Hektar Fläche, 2 Milliarden Kubikmeter Volumen, muss 40 Jahre lang mit 60 Millionen Kubikmetern Wasser künstlich angereichert werden, um den Wasserstand zu erreichen, der vorgesehen ist, im Jahr 2080 dann erst. Und dann muss weiter gepumpt werden, 20, 25, 30 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr, 300 bis 400 Jahre lang. Und wie stark werden diese Seen dann mit Schadstoffen belastet sein? Werden die ehemaligen Abbaukanten sicher genug sein? Wird jemals genug Wasser vorhanden sein, um die Seen zu füllen? Das sind die Fragen, die sich stellen. Und das alles will die CDU? Oh, die Schmerzen. Es gibt zur Braunkohle nur noch eine sinnvolle Forderung
Und das ist unsere nach einem Braunkohleausstiegsgesetz. Der regionale Ökozid im Rheinland muss so schnell wie möglich aufhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.